Auto ist jetzt wieder sauber. Jetzt geht's erstmal zum Zahnarzt. Mit meiner Lücke geht's ja jetzt weiter. Da hat er mir letzte Woche den Dübel wieder freigelegt, den ich in der Küche habe. War ja dann Zahnfleisch drüber gewachsen. Das Ding ist jetzt ordentlich mit den Knochen verwachsen. Das heißt, wir können uns demnächst an den Zahn machen. Ja, das sollte nie allzu lange dauern. Dann werden wir wahrscheinlich einen kleinen Termin machen für einen Abdruck vom Gebiss. Ja, und danach fahren wir zum Konrad. Hier der einzige Laden, den ich jetzt wüsste in Dresden, da gab es früher mal A bis Z Elektronik. Das war eigentlich ein gut aufgeräumter kleiner Laden, wenn sie kleine Stecker und sowas haben wollte und so ein bisschen Haushaltsgelumpe hatten die. Gab es zwei Läden hier in Dresden, sind aber wahrscheinlich pleite gegangen. Aber schon seit letzten oder vorletzten Jahr, schon eine ganze Weile weg. Und jetzt kannst du gerade bloß entweder online bestellen. Oder halt beim Konrad kriegst du was. Da hinten habe ich heute alles sauber gemacht. Und wenn ich dann, bevor ich die Elektrik anfange, dann will ich wenigstens noch die Schränke festschrauben. Ja, ich stöchel hier. Jetzt habe ich die ganze Zeit, die ich beim Zahnarzt war und beim Bäcker, die Kamera laufen gelassen. Da brauche ich mich nicht zu wundern, wenn die Festplatten voll werden. Das werden wir wahrscheinlich gleich löschen, wenn ich das im Video habe. Ja, Update Zahnarzt, es geht weiter. Die hat gleich heute. Sollte eigentlich durch Fäden gezogen werden, aber die hat mir gleich den Abdruck vom Gewicht genommen. Jetzt muss ich das nochmal mit der Krankenklasse bzw. auch mit meiner Unfallversicherung abklären. Aber ich habe ja schon gesagt, notfalls bezahle ich das auch selber. Ist zwar ein bisschen heftig, aber kriegt man schon irgendwie hin. Erstmal schraube ich die Schränke feste, sauber gemacht habe ich. Wegen der Tischplatte oben drauf muss ich mir noch was überlegen, wie man die feste macht. Beziehungsweise im Internet nochmal rumsuchen. Ein bisschen Silikon muss ich mir noch kaufen, um die Spüle einzukleben. Aber das machen wir erst, wenn ich die Platte richtig fest habe. Ja, jetzt geht's vielleicht los. Konrad hat zu. Gibt's gar nicht mehr. Das ganze Gebäude ist leer geräumt und ein Bauzahn drumherum. Da war ja noch ein großes Einkaufszentrum drinnen. So, wenn ich noch Elektronikladen suche, kriege ich schon bloß Mediamarkt und so ein Zeug. Ja, ich will die Box hier dran bauen noch. Hier haben wir ein paar Schalter, hier kann man noch irgendwelche Lampen oder so schalten. Weiß ich noch nie, ob ich die nutzen werde, beziehungsweise was ich mit denen mache. Auf alle Fälle haben wir hier noch eine USB-Steckdose. Eine normale 12-Volt-Steckdose, eine Anzeige. Und ja, die bauen wir jetzt hier noch an diese Box dran.
Ja, jetzt geht's los. Er lädt. Ja, mein D-Plus-Relais ist kaputt gegangen, wahrscheinlich beim Aus- und Einbau hier. Wenn ich durch Brücke, geht's an und lädt. Ja, und wie es lädt? Mit 54 Ampere. Und wie das lädt, du, mit 54 Ampere. Schön, du. So, und mit bisschen Glück hat mein Relais bloß geklemmt oder was? Ich hab das, oder der Rechner drinne hat sich erschrocken, dass der jetzt nach 3 Wochen oder so wieder arbeiten muss. Ne, waren ja keine, das waren ja bloß gerade mal 1 Woche. 1,5. Jetzt ist er angeblieben. Da ging immer so 1 Minute oder so, ist da länger. Wenn man den Bremser regt hat, da gab es hier einen Knopf, dass man Stopphilfe machen kann über seine Zusatzbatterie. Und wenn du den gedrückt hast, hat er sich eingeschalten und hat 1-2 Minuten oder so, nicht ging das dann Strom rübergegeben. Batterie zeigt an, dass die 13,9 Volt hat und 100% geladen ist. Und jetzt hat das Ladegerät abgeschaltet. Da ich ja jetzt nicht irgendwie geändert habe, sollte wohl hier die Spannung noch voll ankommen. Auto habe ich gerade geguckt, da habe ich einen Stecker, mit dem kann ich messen, da ich 14,5 Volt hatte oder so, 14,3. Und das Relais hat sich gerade wieder abgeschaltet. Ich kann es, wenn ich kann es einschalten über Hand. Ja, ich habe jetzt keinen Drücker dran, also habe ich mit der Prüflampe da gedrückt. Da geht es an. Aber nach ein paar Minuten, ich weiß nicht, wie lange das läuft eigentlich. Ich habe das nie so genau beobachtet. Nach ein paar Minuten ging es wieder aus. Ja, ich verschraube jetzt alle Schränke mit dem Unterboden. Da kann ich auch nicht mal passieren. Ich wollte nicht. Ich hatte gerade eine von an der Spitze, jetzt ist weg. Nochmal, weil ich die ganzen Späne noch nie rausgeholt habe von gestern. Ach, gar nicht mal gewöhnt, dass das so hart an die Knie wird, wenn du dich kniest. Auf Arbeit haben wir so eine Kniepolster in den Hosen. 5x30 habe ich ja die Schrauben genommen. Geht nicht viel unten rein, aber wenn ich 6 Schrauben nehme pro Schrankteil, dann sollte das wohl reichen. Der Bohrer vor. Das ist ein. Yeah.
Ja, da kann man gleich mal eine Box probieren. Ich habe hier unten den Inverter dran und er lädt. Ja, sorry, ist ein bisschen schief ausgeschnitten. Oder noch nicht so geübt mit der Stichsäge und so einen gefährlichen Werkzeugen. Ja, das habe ich mir verdient. Prost. Mit der Kühlbox reicht der Platz. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass der Platz zum Sitzen nie reicht. Zumal ich ja eigentlich bloß 40 cm den Schrank haben wollte und zum Schluss dann nie aufgepasst hatte und den 50 cm Schrank bestellt habe. Mal ins Internet, was ich zu dem Thema sagen. Weil ich wollte heute auch nie unbedingt Schluss machen, bevor ich den Schrank, zumindest die Deckplatte, will ich ein bisschen verschrauben. Also insgesamt kommen hier aber 10-15 cm meine Schraube rein. Oder ich mache einen Winkel. Bin ich auch nicht ganz im Klaren, aber ich würde erst mal 4 Schrauben reinmachen, dass das hier nicht rumfliegt. So. Geht, kann man die anderen da schon bohren. Und die machen uns klein. Ne, wir machen erst mal durch 4. Morgen kümmern wir uns ums Wasser. Und messen die Bank aus, die ich mir bauen will. So, tschüss, bis morgen.